Frech, ja. Mir ist passiert, ich bin draußen geflogen und durch den Wind, ja, er ist zu leicht. Der Interceptor ist zu leicht für draußen, wenn Wind ist. Und ich habe mir den zerstört. Mein Paddel hier oben habe ich mir zerstört, beziehungsweise hier die beiden Träger, die miteinander verbunden sind, hier mit dem Rotor, die sind kaputt gegangen dabei. Also da ein bisschen vorsichtig. Ich habe das mir jetzt, diese zwei gibt es leider nicht einzeln, habe ich nicht gefunden. Also habe ich mir das komplette Set bestellt. Also ihr könnt jetzt hier das Paddelset bestellen. Sprich, nur hier oben. Na, da sind dann diese beiden Träger mit dran. Oder die beiden, naja, ich sag mal, Spurstück, Kugel, Pfannen, weiß ich nicht, wie man dazu sagt. Die sind mit bei. Ich habe mir aber gleich noch hier das Set geholt dazu. Die Rotoren habe ich schon montiert. Hier diese Blätter, die liegen ja bei. Das ist ja nicht das Problem. Ihr müsst dazu hier oben diese Schraube, was ich gerade gemacht habe, lösen. Dann zieht ihr einfach nur hier dieses Teil ab. Schraube loslassen, beziehungsweise halt nicht loslassen. Schraube bitte nicht verlieren, weil die ist ziemlich klein. Dann ja, muss ich das leider abmachen. Das brauche ich ja nicht mehr, beziehungsweise das solltet ihr euch als Ersatzteil aufheben. Oder ihr macht jetzt hier nur eine Verbindung. Sprich, so wie es hier ist, ich habe mir das schon mal vorbereitet, schon mal zusammengebaut. Hier diese kleinen Gelenke. Damit wird das Paddel hier oben mit den Rotorblättern, also mit dieser Aufnahme, miteinander verbunden. Da ist eins auf der Seite. Und eins auf der anderen Seite. Und hier, da ist das Loch für die Schraube. Und jetzt muss ich eigentlich, ja, jetzt muss ich nur eins machen. Ich muss jetzt hier genau in die Position rein. Darauf achten hier auch, dass ihr genau die Position trefft. So, und dann haben wir hier die Möglichkeit, das festzuziehen. Dann haben wir hier ein kleines Löschle. Und da muss dann das, ja, die Aufnahme, sag ich mal, Aufnahme dazu, muss dann praktisch hier reingesteckt werden. Das will ich jetzt mal hier probieren. Ob ich das da genauso treffe. Und dann einfach nur festziehen. Schraube nehmen. Festziehen. Und dann kann es wieder zum Fliegen gehen. Das ist hier alles ziemlich klein, ne? Also darauf achten. Ziemlich fispelig. Es liegt übrigens hier ein kleiner Schraubendreher bei. Also keine Angst. So. Und einfach nur festziehen. So, mal gucken. So, und dann sollte das halten und gleich fliegen. Und das werden wir dann auf jeden Fall noch mal ausprobieren. Ach und so, ich habe es noch mal abgemacht. Noch ein kleiner Tipp. Hier, die Welle, die lässt sich nach oben und unten bewegen, damit die quasi nicht sich auch unten bewegt. Habe ich hier unten den bloß reingesteckt jetzt. Dann bleibt die auch oben in Position und dann trefft ihr auch besser die Position vom Schraubenloch hier mit der Schraube. Weil ansonsten, wenn ihr die jetzt runter macht, kann es natürlich passieren, das ist, sollte klar sein, dass die Welle nach unten gedrückt wird, wenn ihr das hier drauf schiebt. Und das verhindert ihr dadurch, dass ihr hier gegenhaltet. Dadurch wandert die Welle nicht nach unten und dann könnt ihr jetzt schön die Schraube anziehen. So, und dann sollte das Ganze wunderbar passen. Einbaurichtung noch beachten. Es kann sein, dass ihr das hier um 180 Grad noch drehen müsst, damit ihr wirklich hier die richtige Position erwischt. So, ich nehme hier meinen Schlüssel wieder raus. Ich habe das jetzt etwas anders gemacht. Und dann werden wir mal sehen, ob der kleine Hubi jetzt wieder funktioniert. Wie gesagt, am besten das Zahnrad etwas nach oben drücken. Ich habe das jetzt hier rüber gemacht.
habe jetzt hier einen Schlüssel reingesteckt. So, das nach oben gedrückt und das draufgesteckt. Ich muss es nochmal um 180 Grad drehen, damit ich genau die richtige Position erwischt habe. Ja, und ich würde sagen, dann geht es jetzt einfach mal los zum Probieren. Landung. War nur mal ein kurzer Test, ob der funktioniert nach dem Umbau. Ja, ich habe hier einfach nur hier oben, ne, hier seht ihr, weil die zwei Paddelhalter, sage ich einfach mal Paddelhalter dazu, oder diese Paddelstange, wie sie auch genannt wird, weil die zwei weg sind, beziehungsweise ja weggeflogen, abgebrochen sind, habe ich gleich das ganze Teil gewechselt. Aber es reicht, wenn ihr natürlich hier nur die Paddelstange ersetzt und hier die zwei, ich sag mal, Spurstangen oder Verbindungsstangen hier. Manche aus dem RCK-Bereich werden es kennen, ne? Stabi-Halter-Verbindung ist das halt bei manchen Modellen. Oder für die Sturzeinstellung, beziehungsweise halt die feste Sturzeinstellung oder Spureinstellung. Da einfach nur wechseln und schon ging es weiter. Also wenn ihr mal ein Ersatzteil braucht, nicht gleich wegschmeißen. Es gibt teils Ersatzteile für den kleinen Interceptor und dann könnt ihr das schnell reparieren. Thank you.